Mitte Rondra 1031 nach Bosparans Fall. Nachdem ihr zahlreiche Heldentaten vollbracht habt und euch zu verschiedenen Zwecken zurück nach Gareth gezogen habt, geht es von dort aus los. Über die Taverne voller Humpen habt ihr euch wieder getroffen und so reisen Tau, Ardo, Travigor und Midas über die Reichsstraße nach Norden. In der Wildermark gibt es immer etwas zu tun und zahlreiche Steckbriefe suchen auch in der Hauptstadt nach Abenteurern. So seid ihr bereits seit 5 Tagen unterwegs und habt Kaiserhain überquert, als ihr die Ausläufer von Rassasors Werk erreicht, die zäh wieder aufgebaut werden müssen. Hinter euch patrouilliert der Löwenbund, ein Amalgam aus Zornesrittern, Gänserittern, Templer aus Jägern und die Schwerter zu Gareth. Travigor wechselt noch einige freundliche Gesten mit seinen Brüdern, während Ardo und Tau misstrauisch zu den Zornesrittern blicken. Und so beginnen wir. Nun kommt aber, wir müssen weiter. Zeit ist Geld, ihr wisst. Sicherlich. Ich wollte nur den Blick nochmal genießen. Diese Wimpeln und ach. Na, ich kann gut nachvollziehen, dass ihr... Die stattlichen Rittern. Schon was anderes, wenn man auf einem Pferd reitet, aber nun. Nun, wie die gegebenen Umstände nun einmal sein mögen, wir werden es sehen, wenn wir dort endlich ankommen. Wo wollten wir noch einmal genau hin? Hallo. Erstmal nach Werheim, würde ich sagen, oder? Von da aus dann wieder zurück in die Wildermark? War zumindest bedacht. Hast du die Zornesritter gesehen? Ja. An denen eigentlich noch trauen? So weit wie du Fanatiker werfen kannst, kannst du sie trauen. Kannst du ihnen trauen. Tau betrachtet seine Oberarme. 1 Meter. Das muss irgendein moderner Orden sein. Was genau könnt ihr über den erzählen? Sind wahnsinnig. Nun, Das sind die kämpfen häufiger. Vielleicht habt ihr nur schlechte Erfahrungen mit ein paar von ihnen gemacht. Ja, so kann man es aussagen. Vielleicht sollte man sie nicht alle über einen Kamm scheren. Ich glaube, bei selbst dem gütigsten Orden gibt es den ein oder anderen faulen Apfel. Na, der gute Travigor hat selbstverständlich recht. Das, was er meint, ist Maß für Maß zu halten. Nicht wahr? Gut, aber hier behaupten, hier ist es andersrum. Unter all den verdorbenen Äpfeln findet man vielleicht einen nicht so ganz verdorbenen. Wurde berichtet, dass man sie eigentlich mit den Prioten gleichsetzen könnte. Mit dem Bahnstrahler meinst du? Ja. Entschuldigung. Nun, es gibt durchaus auch vernünftige Bahnstrahler. Viele sogar. Zumindest nicht. Naja. Guter Witz. Die von denen wir wissen, dass sie noch leben. Da sind ja einige am Mithraelsfeld draufgegangen. Dauerlich, ja. Nun, naja. Wir sollten weiter. Es bleibt nicht zu verharren. Während ihr euch unterhaltet, kann Geron Ochsenwasser ebenso über die kleine Olku übersetzen, ein kleines Flüsschen. Die Brücke wurde wohl im Verlaufe des Jahresfeuers zerstört, was auch immer hier dafür gesorgt hat. Du hast noch einige kleine Münzen mit den Zornesrittern getauscht, die hier patrouillieren und die den Brückenzoll erheben. Da kannst du sehen, wie eine kleine Gruppe vor dir wohl in Richtung Norden unterwegs ist und das gleiche Ziel hat wie du. Wundervoll. Wegbegleiter. Alleine reisen ist fürchterlich. Hallo! Die Zwölfe zum Gruße! Die Zwölfe zum Grüße. Und besonders Travia. Fex zum Gruße, mein Freund. Was führt euch alleine in diese Gegend? Nun, ich bin ein wenig auf Reisen. Mein Herz gehört der Wildermark und Riva. Und beide wieder zu vereinen, ist mein Lebensantrieb. Daher bin ich öfter hier. Riva und die Wildermark zu vereinen? Das erscheint mir schwierig. Durchaus. Gloraria sitzt ja doch recht eisern auf ihrem Thron. Aber solange man glaubt und der Funke auch nur so klein ist, besteht immer die Chance. Moment, irre ich mich oder liegt Riva nicht
Nördlich? Im Städtebund, nicht wahr? Nein, noch ein wenig nördlich davon. Tatsächlich, ich meinte, sie wäre auch dem Städtebund beigetreten. Dies ist es wohl. Leider haben vor einigen Jahrzehnten die Orks diesen Städtebund nahezu vernichtet. Ja, da müsst ihr mir nicht sagen. Das heißt aber, ihr kennt euch in der Wildermark aus. Dann haben wir schon mal zwei. Ardo, kennt ihr euch vielleicht? Nein, aber vielleicht sollte ich mich erst mal vorstellen. Ardo Wehrheimer, mein Name. Sehr freut. Giron Ochsenweißer, Leibmagier aus Riva. Ein Kollege. Ich habe nur Gutes über die Rivaner Magier gehört. Es freut mich, euch kennenzulernen, Giron. Ja, wir haben es geschafft, die Vorurteile gegen uns abzubauen. Und mit so einem klangvollen Namen, da seid ihr doch sicherlich zu Heldentaten berufen. Ja, ich habe vor wenigen Jahren erfahren, dass es ein Ochsenwasser etwas südöstlich von hier gibt. Ich hatte eigentlich eher auf euren Vornamen angesprochen, aber nun gut. Achso, ich dachte jetzt, ihr meint den großen See. Ich konnte ihn schon einmal mit eigenen Augen sehen. Das hier ist mein neuer Freund Tau aus Aranien, denke ich, richtig? Ehemaliges Oron, ja. Werte Kollege. Ebenfalls hochgefreut. Und ich bin Travigor von Wandlet, Ritter zum Schutze des Heim- und Herdfeuers zu Romelis und zur Mahnung der Blutnacht. Mein Name. Aber ihr könnt auch gerne den kürzeren Namen verwenden, wenn ihr darauf besteht. Ich danke sehr viel dafür. Und mein Name ist Midas, einfach nur Midas reicht. Ihr könnt mich Travigor nennen. Vielen Dank, ich hatte ein wenig Kontakt mit Horasian. Die haben sehr lange Namen. Nun, seid ihr unterwegs in den Norden? Dann könnt ihr uns doch gern begleiten. Ja, sehr gerne. Ich war ein wenig Vorräte auffrischen, meine Kleider erneuern. Und auch auf der Suche nach einem neuen Pferd, aber ich habe leider nichts Passendes gefunden. Ein Pferd oder eine Kleidung? Ein Pferd. Kleidung habe ich. Findet ihr nicht? Sie sieht herausragend aus. Doch, doch. Oh, ich kenne da einen Schneider in Gareth, der würde euch sicherlich gut gefallen. Ich könnte euch einmal vorstellen. Er ist nicht ganz günstig, muss ich sagen, aber ihr habt einen erlesenen Geschmack und ja, doch, durchaus. Ich denke, falls ihr einmal möchtet, stelle ich euch gerne vor. Sehr gerne. Die Hauptstadt habe ich noch nicht so oft besucht. Es wird mir ein Vergnügen sein. Aber nun sind wir ja gen Norden unterwegs. Es wird also etwas auf sich warten müssen. Darf man fragen, in welche Richtung ihr studiert habt? Seid ihr einer Gilde, einer nicht weißen Gilde angehörig oder? Genau, ich bin Graumagier. Oh. Ich habe den Kampf mit der Magie kombiniert. Ich arbeite hauptsächlich als Leibmagier, wobei diese Tätigkeit in den letzten Jahren ein wenig geschliffen hat. Da gibt es doch auch vortreffliche weiße Akademien. Nun, ich komme selbst aus Riva und da bot es sich an, direkt zu Hause zu bleiben. Ah, richtig, richtig. Naja. Nun, das wäre in etwa so, wie wenn ich ein Magier gewesen wäre und da ich nun aus Lovang komme, wäre ich an die Lovanger Akademie gekommen. Die haben eine vortreffliche Verformungsakademie. In der Tat, es sind sehr kompetente Magier. Ich bin ein oder zweien begegnet während meiner Jugend und was die können, das ist nicht von der Hand zu weisen. Wollte doch war noch bei am Überlegen, mir eine Bewerbung dahin zu schicken. Mein Zweitstudium. Sollte es mir noch überlegen. Sehr gute Wahl, aber ich weiß nicht, ob ein Mann eures Schlages es im kalten Lovang aushält. Nur ein kleiner Spaß. Lovang ist wunderbar um diese Jahreszeit. Ich kann es nur empfehlen. Ich habe gehört, es gibt warme Pelze oder warme Kleidung, auch um mir das zu gönnen. Mal zu überleben. Im Zweifel lässt man es einfach wieder anwachsen.
Ihr seid nur wenige Meter hinter Königshain gegangen, gelaufen. Da über einen Hügel könnt ihr sehen, wie jemand aus dem Gebüsch stolpert. Eine zerrissene weiße Robe, eine gelbe Sonnenscheibe auf der Brust. Und wenn ihr sie betrachtet, könnt ihr erkennen, dass es sich dabei um eine Frau handelt. Eine junge Dame, nicht ganz 20 Jahre, mit roten Augen. Sie hat wohl vor kurzem geweint und bricht dann auf der Straße zusammen. Die Dame! Oh, nein. Seht ihr das? Wir müssen ihr helfen. Natürlich. Ja, natürlich. Lauf an. Ich renne da natürlich Hals über Kopf hin. Ich gehe bedacht vor und lege zumindest meine Hand an mein Schwert. Man weiß ja nie. Ravigo, passt auf. Ich nicht ziehe und bleib zurück. Bei Prios, wer seid ihr? Erhöhte Dame, lasst uns euch helfen. Ich bin Ritter Travigor aus Wandlet. Oh, Ritter Travigor. Aus dem Dickicht dort? Seid ihr verletzt? Ich weiß nicht, ich habe ein paar Erschürfungen. Entschuldigt, sie richtet sich so ein bisschen auf, wischt sich ja mal über die Augen. Sie hat zwar jetzt aktuell nicht geweint, aber rot sind sie auf alle Fälle und zuttelt sich so ein bisschen ihre fleckige Robe, zerrissen wie sie ist, ein bisschen gerade. Was ist denn passiert? Ich bin Lumine Rösserknecht. Und ihr seid Reisende oder Helden, Abenteurer? Eins nach dem anderen. Alles davon. Ihr seid jetzt in Sicherheit. Wir sind Veteranen der Wildermark. Oh. Was auch immer euch widerfahren ist, euch wird hier nichts geschehen mit uns an eurer Seite. Das ist gut. Mein Kind, was ist euch denn widerfahren, wenn ich so neugierig fragen darf? Ach, der Wald. Der Wald? Ja, da drüben, da bin ich rausgekommen gerade eben. Ich wollte ein Irrlicht fangen. Ein Irrlicht fangen? Ja. Aber wieso? Naja, im Wald ist es dunkel und da kann man Irrlichter finden. Ich brauche sie für ein Rezept. Ich kenne mich im Wald nicht aus. Habt ihr schon mal einen Irrlicht gefangen? Nein. Ah. Nun, das kann doch so schwer nicht sein. Dann könnt ihr mir helfen? Nun, alles hat seinen Preis. Ja. Also... Ein Gefallen für einen Gefallen. Ja, ich kann euch Gold geben, wenn ihr wollt. Nun. Das brauche ich zwar auch für das Rezept, aber ich habe schon einiges dazu bekommen und wenn es nicht zu viel ist, kann ich euch was von abgeben, wenn was übrig bleibt. Ich hatte eher an einen Gefallen gedacht, den wir später einmal geltend machen können. Ich verstehe das Gold. Aber ich bin nur Novizin. Nicht, dass ihr das falsch versteht. Nein, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Vielleicht seid ihr irgendwann einmal in der Lage, dass ich etwas von euch brauche. Vielleicht wird das auch nie dazu kommen. Wer weiß das schon? Okay. Ihr seid Novizin des Herren Praios, richtig? Ja, genau. Es gibt hier hinter den Hügeln. Seht ihr da drüben im Westen von hier, im Nordwesten? Ich glaube, das ist Nordwesten, oder? Da gibt es die Reichsabtei St. Praiodan. Die ist zwar noch im Aufbau, also wieder im Aufbau, aber da versuche ich zu lernen und zu wirken. Das ist meine Ausbildung. Ehrlich, da klingen aber nicht besonders Praios gefällig, wenn ich das so sagen darf. Aber es ist das Licht. Vielleicht, ach mein so. Kind. Ja, vielleicht. Aber irre, verrückt. Versteht ihr? Davon verstehe ich nichts, aber ihr seid ja Veteran, dann seid ihr sicherlich auch waldkundig, oder? Das ist gut, dass ich euch getroffen habe, weil ich verzweifle da drin schon ganz. Es ist so dunkel und... Mein Kind, vielleicht solltet ihr zur Reichsabtei zurückkehren und wir werden uns um dieses Irrlicht kümmern und euch dann dort bei der Reichsabtei treffen. Oh, das wäre so gut. Oder ihr solltet euch erstmal ein bisschen beruhigen und ausruhen. Genau, was ist denn mit euren Augen? Ich habe nicht geweint. Ich würde mal gerne Menschenkenntnis würfeln, ob sie uns anlügt. Wurdest du geblendet? Sie darf gar nicht lügen. Ihr Lichter, worauf soll ich würfeln?
Wissen über Irrlichter. Tierkunde wahrscheinlich. Oder Magiekunde. Oder Magiekunde. Nicht Magiekunde. Götter und Kulte kannst du natürlich auch machen, weil wir jetzt gerade in der Breihaus-Queste sind, also. Ja, Irrlichter fängt man wohl meistens in der Nacht. Da kann man sie besonders gut sehen. In einem dunklen Wald wird das sicherlich auch funktionieren. Man muss halt aufpassen, dass man nicht in einen Sumpf gezogen wird. Und Irrlichter schweben gerne auch mal weg von eurem... Also man kann die auch anziehen mit Licht, aber sie schwirren auch ganz gerne mal so, dass man sich vom Lagerfeuer entfernt, sodass man dann irgendwo in der Nacht verloren geht. Das ist besonders gefährlich. Gerade für junge Abenteurer. Also, ich glaube, das ist gut. Ihr könnt mir helfen. Ihr fangt ein Irrlicht und dann kommt ihr zur Breihaus. Also, da finde ich zurück. Das ist einfach die Straße hier hoch und hinter dem Hügel, da wo der Wegweiser umgebrochen ist, an dem Wegstein. Da einfach dann nach links abbiegen. Oder rechts. Das ist ausgeschildert. Und dann warte ich da auf euch. Aber gut, wenn ihr mir helft... Das muss abgesprochen sein, weil sonst, ihr dürft ja nicht heimlich helfen, das geht ja nicht. Dann sage ich auf alle Fälle schon mal dem hohen Herrn von Donnerhall Bescheid und melde euch an. Das klingt doch sehr gut. Hier, bitteschön. Ein Versprechen für ein Versprechen. Und ich gebe ihr eine Münze, eine silberne Münze mit einem Fuchsgesicht darauf. Ist das eine richtige Silbermünze? Damit kann man nicht bezahlen, oder? Das ist eine richtige Silbermünze, aber nein, damit könnt ihr nicht bezahlen. Okay, dann gucke ich mal, ob ich eine Goldmünze dann habe mit einem Greifen oder sowas drauf. Oh, das ist so toll, dass ich euch gefunden habe. Alleine hätte ich das nie geschafft. Ich muss ja auch noch die ganzen anderen Aufgaben im Tempel dann versehen und. Aber ich erkläre euch das alles, wenn ihr kommt. Natürlich. Dann, das klingt nach einer heiligen Queste. Ich bin sehr interessiert. Ja, ganz wohl. Eine heilige Queste. St. Quanion möge euch behüten. Sie winkt und läuft die Straße runter. Wie auch immer. Wächst auf. St. Quanion habe ich noch nie gehört. Auch nicht. Mir behagt es nicht. Doch, den gibt es auf jeden Fall. In der Tat. Es gibt auch diese Pflanzen, Quanionen. Wurde nicht. Nein. Also mir behagt es aber auf alle Fälle nicht, ein armes Wesen einzusperren. Auch wenn es ein Irrlicht sein soll. Irrlichter sind tückische kleine Dinge. Seid ihr schon öfter welchen begegnet? Nun, in den Sümpfen um Lovang. Ja, gibt sie. Sind das nicht irgendwie magische Wesen? Nein, ja, aber ich habe mich auch ehrlicherweise nie besonders mit ihnen befasst. Ich habe sie immer gemieden. Ich vermute auch, wie die Sümpfe auch. Ja, ist nicht besonders angenehm dort. Nun, dann sollten wir einmal in diesen Wald hineintreten und schauen, ob wir nicht ein Irrlicht organisieren können. Das scheint doch eine nicht allzu schwere Aufgabe zu sein. Sie ist eine relativ junge Novizin, aber sie wird bestimmt ihre Gründe haben, ein Irrlicht zu suchen. Also ich will das natürlich nicht hinterfragen. Sie sprach doch davon, wieso sie das Irrlicht braucht. Habt ihr nicht zugehört? Doch, selbstverständlich. Aber nun, sie ist eine Praios-Novizin, die dürfen natürlich nicht lügen. Ich fand das... Wir sollten der Sache auf jeden Fall nachgehen. Nun, sie hat auch nicht gelogen, unabhängig davon, ob sie eine Novizin ist oder nicht. Natürlich sind Irrlichter nicht irgendwelche Seelen von Leuten, die sich im Sumpf verlaufen haben und nicht mehr zurück nach Alveran oder ins Totenreich finden. Das ist ja nur... Das ist ja nur Aberglaube, richtig? Oh, nun, also, wenn wir genau sind, dann habe ich keine Ahnung. Ich mag es so, wie ehrlich ihr seid. Nun, ich bin eine ehrliche Haut, durch und durch. Ja, schließlich steht Fex für die Gerechtigkeit und die Ordnung. In der Tat.
Bären. Und für Handel. Das auch. Nun, kommt, wir wollen einmal sehen, ob wir nicht so ein Irrlicht fangen können. Ja, so biegt ihr in den finsteren Wald ein, der besonders dicht scheint, auch wenn er hier an der Praios-Abtei in der Nähe steht. Aber ihr habt wohl schon davon gehört, dass gerade in der Wildermark Teile des alten Reichsforstes hier wuchern. Hier soll es auch Elfen geben, die mit ihren Bogen auf menschliche Köpfe besonders gut zielen können. Es knackt unter euch und einige Tiere, die rascheln, sich von euch entfernen. Es ist irgendwann am Nachmittag, Mitte Rondra, und über euch könnt ihr schon sehen, wie das Praios mal demnächst untergehen wird. Aber von Irrlichtern bisher noch keine Spur, während ihr Schritt um Schritt geht. Nun, meine Herren, die Frage ist, wie fangen wir ein Irrlicht? Und mir kam da eine recht profunde Idee. Ich weiß nicht, ob sie umsetzbar ist. Euch ist ein Licht aufgegangen? Im wahrsten Sinne des Wortes hat der Herr Praios mich erleuchtet. Nun, die Novizin sprach doch davon, dass man die Irrlichter mit Licht anlocken kann. Sie mischen sich also gerne mit Gleichem. Und wir haben hier bei Magier, wie mir scheint, ist einer von euch befähigt, Licht zu machen und es magisch herzustellen? Ja, durchaus. Der Flimflam. Grundlage. Oder denkt ihr an etwas anderes? Das war genau... ein solcher Zauber wäre, glaube ich, unglaublich hilfreich, wenn wir ein Irrlicht fangen wollen. Wir müssten also einen solchen Zauber in, ich weiß nicht, eine verschließbare Flasche oder etwas Ähnliches stellen, ein Irrlicht dort hineinlocken und die Flasche schnell verschließen, bevor es entfleuchen kann. Ist ein Irrlicht stofflich, dass es in einer Flasche gebunden sein kann? Haben wir Flaschen bei uns? Ich habe nur einen Trinkschlauch. Ich würde dann anfangen, mein Inventar zu durchsuchen. Ich habe zwei Heiltränke dabei, aber die sind natürlich gefüllt. Das wäre ja Verschwendung. Das ist in der Tat Verschwendung. Ah, ja, zur Not können wir ja auch einen Umhang oder so zu einem Sack schnüren. Oh, das ist eine mindestens genauso profunde Idee. Wir ziehen an allen vier Seiten, wenn das Irrlicht in der Mitte ist, und fangen es somit ein. Wir müssten nur eine Art Schlaufe um den Umhang knüpfen. Und dann einmal fest zuziehen. Oder kennt ihr diese Hasenfallen? Ich würde dann meine Hose rausziehen. Meine Ersatzhose. Wir könnten die Beine zubinden, vorne aufstellen und das Licht da reinsetzen und dann die Stöckchen, die die Hose aufhalten, zufallen lassen. Das ist ebenfalls eine sehr gute Idee. Wir könnten beides versuchen, oder? Ich denke, ja. Dann stellen wir zwei unterschiedliche Fallen auf und warten, welche sich bewährt. Ich denke, wir müssten allerdings noch ein Stück weitergehen, oder? Bis wir die ersten Lichter sehen. Ich denke, die Lichter werden sich erst mit dem Dämmerlicht zeigen. Das heißt, wir sollten hier irgendwo ein Lager aufschlagen? In der Tat, und wir sollten uns auch verbergen, so es denn möglich ist. Und wir sollten uns nicht so offensichtlich positionieren. Das Irrlicht soll ja nicht von uns abgelenkt werden oder unserem Lagerfeuer. Das heißt also, wir müssten mal wieder auf ein Lagerfeuer verzichten. Du schon mal wieder? Ach, mir ist das immer unangenehm. Es ist ein Zeichen der Göttin Travia, ein Lagerfeuer. Es ist etwas Warmes, ja. Heimisches, Heiliges. Gleichzeitig ruiniert es jedes Mal die Nachtsicht. Denkt einfach daran, wir rasten hier trotzdem und wir setzen uns gesellig hin und teilen Essen miteinander. Das ist doch auch ganz im Sinne der Göttin Travia, nicht? Und das stimmt. Ja, also, und wir sind hier ja unter Freunden. In der Tat, also wischt eure Bedenken einfach hinfort und wir lassen das mit dem Lagerfeuer. Wir tragen ja alle das Feuer Travias in uns, von daher.
In der Tat. Denke ich, ist das in Ordnung. Genau, in unseren Herzen tragen wir Travias Feuer. Und ihr könnt uns ja Geschichten von ihr erzählen. Dann wird sie uns gleich noch viel näher. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. So könnt ihr euch hinsetzen und anfangen, die Fallen aufzustellen bzw. zu schneidern. Ich gebe dir mal eine Fallenstellen- und eine Fesseln-Entfesseln-Probe für die Fallen. Ja, Fesseln-Entfesseln ist auch okay. Also du kannst natürlich ein Irrlicht nicht fesseln, aber du kannst die Hose fesseln. Ja, genau, beziehungsweise die Schlaufe um den Umhang. Ja, genau. Fallenstellen. Ich würde das selber auch versuchen mit meinem eigenen Umhang. Ja. Mehr habt ihr sicherlich genug. Und ich setze mich hin und versuche den Flimflam in variabler Helligkeit, mit dem pulsierenden Licht zu casten. Und lass mir Zeit. Der Flimflam, eine ausgezeichnete Idee. Erschwert nur noch um 2, weil ich mir Zeit lasse. Und versuche ihn unter die Hose zu setzen. Also sowohl Fallen stellen als auch Fesseln entfesseln gelungen. Ich bekomme keine Schneidernprobe, das ist ja schade. Haben Irrlichter irgendeine Präferenz von Farben? Achserschwernis 0, Fertigkeitspunkte einer über. Dann ist es ein sehr, sehr dünnes Licht. Ich puste dann noch 2 Astralpunkte rein. Das sollte dann passen, dann habe ich eine Kerze. Die pulsiert unter der Hose. Ja, die Hose wird aufgestellt, Stöcker und Äste, die reingesteckt werden und dort die Umhänge, die nach und nach dann aufgestellt werden, so ein bisschen reingeklopft in der Mitte, damit es dann so einen abfallenden Trichter gibt und ja, vielleicht noch ein paar Löcher, die gegraben werden, wie auch immer man die dann fängt, wie auch immer man dann zuzieht. Aber die Zeit vergeht und während ihr euch dann das hier gastlich gemacht habt, Travigo einige Geschichten erzählt von seinen Heldentaten in der Wildermark, könnt ihr dann erkennen, wie das Licht, nachdem Tau einmal hineingeblasen hat, heller und heller wird und in der Hose anfängt zu glühen, zu leuchten. Dann würde ich ein Licht in den Umhang setzen. Wir haben jetzt mehrere Umhänge. Mit welchem wollen wir beginnen? Beginnt mit meinem. Sehr gerne. Dann wird das ebenfalls ein Flimflam als posierendes Licht und Irwisch, weil ich ja nicht direkt daneben stehen möchte. Das ist 7, ich lasse mir Zeit, ist es noch eine 3 Erschwernis.